Wir bei der Aquila Capital beschäftigen uns neben der Produktion von erneuerbaren Energien auch mit weiteren Möglichkeiten der Förderung der Umwelt. Hierzu haben wir ein Projekt zusammen mit dem Biologen Herrn Witt entwickelt, das den Schutz der Wildbienenpopulation zum Ziel hat. Dieses Projekt werden wir als Pilotprojekt auf einem unserer Flächen anwenden, daraus schauen, was sich für Maßnahmen ergeben und diese dann auf unsere weiteren Photovoltaikflächen anwenden. Wildbienen sind die wichtigste Bestäubergruppe bei uns in Mitteleuropa. Die bestäuben deutlich besser als die Honigbienen, wenn die entsprechenden Lebensräume vorhanden sind. Die Gefährdung der Wildbienen wird vor allen Dingen dadurch ausgelöst, dass der Flächenverbrauch und die intensive Landnutzung in Mitteleuropa massiv zugenommen hat. Bei einem starken Rückgang von Wildbienenarten ist die Konsequenz, dass wir sicherlich Probleme in der Versorgung mit Nahrungsmitteln bekommen können. Wenn man in Solarparks ausreichend Blütenangebot und Nistplätze schafft, ist es wirklich eine echte Win-Win-Situation, dass die Wildbienen in diesen Bereichen leben können und gleichzeitig die Energie weiter erzeugt werden kann. Auf Basis der Ergebnisse dieses Projektes ist geplant, auch in weiteren Solarparks entsprechende Schutzprojekte für Wildbienen umzusetzen.